Willkommen auf meinem Kanal. Du möchtest einmal live dabei sein? Dann schau gerne auf twitch.tv/bibscard vorbei. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Game. Möp. Oh, womit ihr mir noch eine Freude machen würdet, wenn ihr Clips erstellt, fände ich das super. Also ich freue mich über jeden Clip. Aber ich fände das cool, wenn ihr die noch benennen könntet. Und nicht den Stream-Titel nehmt. Weil so kann ich die besser finden. Drei habe ich schon auf dem Discord gemacht und gepackt. Oder bin ich mal gespannt? Da bin ich mal das gespannt. War gut. Dankeschön. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Pferd. Oh, aber ein hübsches blaues Kleid hat sie hier. Hallo? Hans, guck in die Luft. Hergehört! Graf Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Oh. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Toll. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arles wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Das ist ja ein Rindermarkt. Wie schön das einfach aussieht. Guckt euch einfach so diese Passage hier an. Das sollte ich mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Wo müssen wir denn lang? Größer als letztes Jahr. Das ist Gott, so viele Wege. Wegen der Schweine so viele Wege. Arena, weißt du? Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Ah. Hier gibt es auch Kürbisse. Ein günstiges. Ach, guck mal, die Frauen können aber hier reden. Die Gespräche kann man hier zuhören. Sieh. Gucken wir mal weiter. Da haben wir noch eine Gans. Ich vermute mal, dass wir hier hinten hoch müssen. Geh aber mal hier rechts noch gucken. Was haben wir denn hier noch? Ich meine, das ist ja ganz cool, wenn hier das ganze, der Fisch hier so rumliegt, mitten in der Sonne. Kein Wunder, dass es da damals so viele Krankheiten gab. Aale. Ja, Aale, Fische, alles. Auch wenn das hier so in der Sonne liegt, kein Wunder, dass da irgendwie Krankheiten, ja, gekommen sind. Also ich würde diese Fische hier nicht essen. Was haben wir denn hier noch? Ganz schön viel Fisch. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Ja, Eis konnte man damals noch nicht transportieren. Wie soll der Fisch da auch frisch bleiben? Aber dann würde ich nicht so viel Fisch fangen. Dann würde ich nur so viel Fisch fangen, wie ich auch wirklich brauche. Der Rest, der verrottet ja doch. Okay, scheint wohl der falsche Weg gewesen zu sein. Hier sind wir auf dem Fischmarkt angekommen. Ganz schön viel Fisch. Ja, du sagst es, kleiner Mann. Um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Geh erstmal weiter. Hast du gesehen? Nee. Was? Die Leute hier, sie sind glücklich. Oh. Ja, stimmt. Frischer Fisch. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Okay. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Dann gehen wir da gleich mal hin. Auch ganz schön viel hier los. Aber ich kann hier nicht lang. Die blockieren den Weg. Okay. Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wäre es mit einer neuen Frisur? Ja? Danke, aber ich mag meine Haare so. Okay, wunderbar. Aber sie hat doch wirklich einen schönen Zopf. Deine Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Oh, süß. Dein Haar ist hübsch so. Voll die schönen Komplimente. Guten Tag, hallo. Was haben wir denn hier noch? Ganz schön laut hier auf dem Bazar. Oh, was haben wir hier?
dieser Wein. Hm. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Leider verstorben. Aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Hm. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Die Frage ist halt, was ist der richtige Weg? Sieh mal, die Farben. Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Richtig schöne Kleidung. Kleidung. So viel ist sicher. Habt ihr Interesse? Nicht nur an einem. Fälle aus dem Osten. Sieh mal, Blumen. Schutzkräuter, Salben. Wie schön. Oh, Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen, hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher... Wenn sie nicht unbedingt abbrennen. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Nicht so laut, Marc. Du Bips kann gar keine Bilder machen tun. Ohne Sonnenblume. Moment, wo wir bei Bilder machen tun sind. Eine Sonnenblume muss fotografiert werden. Die sind einfach nur schön. Das ist eine wunderschöne Sonnenblume. So von oben herab vielleicht. So. So. Schärfentiefe. Schaut euch diese wunderschöne Sonnenblume an. So, einmal ein Foto machen. Zack. Niederhagen-Synchronstimme. Oh, das habe ich jetzt nicht rausgehört. Ein Blümchen. Richtig schöne Sonnenblümchen hier. So, was haben wir denn hier noch auf dem Markt? Oh, das ist ja ein Riesenfisch. Fisch aus Korsika. Heute Morgen gefangen. Was ist das für ein Fisch? Das ist ein Thunfisch. So frisch, sie zappelt sogar noch. Gelbflossen-Thunfisch. Aha. Auch der Gelbflossen-Thunfisch auch noch. Okay. Weil der oben, das kann man jetzt nämlich auch sehr gut mit dem Fotomodus zeigen, er heißt Gelbflossen-Thunfisch, weil hier oben gelbe Flossen sind. Das sieht man jetzt sehr gut mit dem Fotomodus. Deswegen, da ist der gelb und da hat er auch noch so gelbe Zacken. Der kommt heutzutage in die Dose. So, hier haben wir ein Grillhähnchen oder ein Grillschwein. Kommt! Spielt kostenlos! Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein! Ein Spiel! Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin! Ist klar. Sie auch! Sehr gerne! Also gut. Ein Hüchenspiel! Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen! Verstanden? Klar! Okay! Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia! Kinderspiel! Los! Okay, also einfach so in die Mitte. Ich versuche erstmal hier links den Turm zu treffen. Hier so hier unten, dann müsste der kaputt gehen. Relativ gut. Ja. Sehr gut. Was gewinne ich denn dann? Du bist toll. Oh. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das war ein bisschen blöd von ihm positioniert da hinten. Vielleicht so. Nicht aufgeben. Verdammt. Lockhorn, vielen lieben Dank für den Follow. Hallöchen. Ich weiß nicht, wie lange ich für das Game brauchen würde, den Fotomodus. Ja, man kann hier echt viele schöne Fotos machen. Aber ich glaube, alle bekommen wir nicht umgeworfen, ne? Gut nee. Getroffen. Kriege ich jetzt irgendwas? Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz ohne Schleuder. Toll. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Neue Erinnerung, die beste Spielerin. Drücke, was soll ich denn da drücken? Ah. Ach süß, man kann Erinnerungen sammeln und man kann auch, ja, Kräuter sammeln. Okay. Kommt, spielt kostenlos. Kommt, spielt kostenlos. Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Also gut, wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel. Die Zeichnung ist echt cool. Möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Okay. Los! Ja,
ist halt eine Skizze, wo dann das textlich unterlegt ist, was in dem Moment passiert ist. Ist nett. Ist auf jeden Fall nett. Die Zeichnungen sind auf jeden Fall sehr schön. So, okay. Wo ist denn unser Haus? Unser Häuschen. Sollte angeblich hier hinten irgendwie sein. So, an dem Thunfisch vorbei. Nur die Besten. Eltern müssen Drachen sein. Ein Drachenmann. Ein Drachenmann. Genau. Lukas könnte bestimmt auch Feuer spucken. Bestimmt. Er ist ja auch heimtückisch. Bitte. Seht euch vor und haltet Abstand. Denn es wird brenzlig. Jetzt kommt. Es wird brenzlig. Okay. Ich mochte den Wortwitz. Es wird brenzlig. Das fand ich jetzt gut. Das war sehr kreativ. Genau, wie die zu Hause. Die hier ist größer und heißer. Ihr seht hier die beste Schmiede weit und breit. Er muss ziemlich schwitzen. Ha, auf jeden Fall. Ja, da sieht man auch bei ihm sehr extrem, der Arme. Meine Omi hätte selbst mit Kuchenteigfingern besser geworfen. Ey, komm, ich habe echt gut geworfen hier. Aber schade, dass ich nichts dafür bekommen habe. Da fühle ich mich wohl. Heißer Stahl. Er macht seine Arbeit auf jeden Fall gut und gewissenhaft. So, ich vermute mal, dass wir jetzt hier weiter müssen. Hier war aber noch irgendwie so ein schöner Brunnen. Die Sägen sind riesig. Sehen wir sie uns an. Wie schön. Ich will reinspringen. Ja. Vielleicht später. Mache keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Dort scheint der Jahrmarkt nicht weiterzugehen. Frischer Spinat aus der Umgebung. Igitt, wie kann man das essen? Ey, Spinat ist lecker. Magst du nicht, wie Mutter ihn zubereitet? Meine Zähne fühlen sich danach komisch an. Stimmt. Okay, ich denke mal, hier kommen wir auch nicht durch. Nö, dann müssen wir da hinten lang. Okay. Oder kommen wir da überhaupt weiter? Da sind ganz viele Kühe, die uns den Weg versperren. Oder kommen wir hier auch oben weiter? Ich glaube, hier oben ist der richtige Weg. Ne, Moment. Ich glaube, hier oben ist der richtige Weg. Ich gucke mir eben nochmal die Kühe an, die uns den Weg versperren. Die sahen sehr sympathisch aus. Hier ist lecker Brot. Frisches Brot. Lecker. Ich habe gehört, einige Tiere dort seien krank. Oh, dann warten wir lieber. Okay. Wir kommen hier nicht wirklich weit. Alles klar. Ja, sorry. Mecker doch nicht. Wie haben Sie es geschafft, dass so viele Leute kommen? Okay. Mo. Dann gehen wir eben den anderen Weg. Lamm zum Sonderpreis. Ramsamsam. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Nein. Hast du nicht dein eigenes? Ja. Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja. Genau. Ein bisschen Privatsphäre. Ich mag es hier. Du bist auch ständig im Dienst. Ich weiß. So ist das nun mal, seit der Graf dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Mhm. Noch mehr Sonnenblumen. Oh, wie schön. Hallo, ich bin Bibs und ich fotografiere in solchen Spielen einfach nur Blumen. So, noch eine Sonnenblume. Fröhliche Musik. Oh, da spielt jemand Musik. Oh, ich kann nicht sehen. Kann ich ihn hochheben? Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja! Klasse! Diese pure Freude in seinem Gesicht. Ist komisch. Ja, klingt aber toll.
gut. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Ach, das meintest du. Ich kann sie einfach alles angucken oder auch alles genauer angucken mit dem Modus, ne? Wie weit kann ich hiermit wegfliegen eigentlich? Wie weit kann ich hier weg? Nur so eine Frage. Ah, okay, hier endet der Radius. Cool. Wo brennt's nochmal da hinten? Ich glaube, hinter den Bergen da hinten. Da hinten, da seht ihr das? Der Rauch? Da ganz hinten, wo der Rauch ist. Da hat's eben noch gebrannt. Voll schön. Auch hier einfach so die Stadtkulisse zu fotografieren, ne? So ungefähr, ne? Einfach so diese Stadtkulisse. Oh, wie schön. Einfach nur schön, das Spiel. Dankeschön. Okay, wir dürfen uns wieder bewegen. Das ging nämlich gerade nicht. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge. Oder sie ignorieren alles, was da draußen passiert. Das kann natürlich auch sein. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Wahrscheinlich ignorieren die einfach nur die bösen Dinge. Schauen wir mit R1 weiter. Sichtbarkeit. Achso, das. Ah, okay. Gefährte. Krass, woran alles gedacht wurde. Man kann sogar dann die ganzen Ratten ausblenden. Andere Charaktere und Tiere. Also da können sich einige Spieler auf jeden Fall was von abschneiden, von diesem Fotomodus hier. Körnigkeit, Helligkeit, Kontrast, also ist schon sehr, sehr cool, was man hier alles machen kann. Ja. Belichtung, Brennweite. Sehr, sehr schönes Spiel und sehr, sehr schön ausgeklügelt. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Ja, sonst wird mein Nacken steif. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja. Nein, nicht beeilen. Ich will mir eigentlich alles angucken. Das war so schön. Es ist einfach nur so schön hier. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Spiel ist, glaube ich, mein Untergang. Ja, ich kann es auf jeden Fall jetzt schon empfehlen. Schön. Schön, schön, schön. Wie riesig einfach, also wie riesig die Stadt hier ist. Ich will hier einfach nur rumlaufen. Und mir alles angucken, so in echt halt. Sehr, sehr liebevoll gemacht hier. Auch hier mit der Wäsche zu waschen und alles. Echt sehr schön gemacht. Darf ich hier durch? Danke. Auch hier das glückliche kleine Kindchen hier unten. Ich guckte mich gerade so happy an. Ja, die Kleine. Da hinten brennt's. Dann sieht man's jetzt. Das waren wir. Entschuldigt bitte. Wobei, das waren wir ja nicht. Das waren ja eigentlich auch die Räuber, die versucht haben, uns abzufackeln. Und dabei haben sie einfach die ganze Hochebene abgefackelt. Es scheint denen aber hier relativ egal zu sein. Hey, ihr seid zurück. Hallo. Und wie war's? Es gab einfach alles. Es gab, ja, es gab wirklich alles. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal, ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Ich auch. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar, sehen wir uns drinnen um.
Lass dich nicht hetzen. Hektisch wird es sicherlich noch. Oh ja, der erste Teil war stellenweise auch sehr hektisch, was die Ratten anging. Aber auch umso schön. Umso schön, umso schöner. Ich genieße auf jeden Fall noch diesen schönen Augenblick hier, bevor es irgendwann wieder dunkel wird im Spiel. Ah, sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Das ist also unser Haus hier. Wollen wir reingehen? Ja, gerne. Ja, nach dir. Bin sehr gespannt, wie das von innen aussieht. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, habt ihr irgendwo einen Besen gesehen? Mutter, ich würde da einmal gerne durchwischen. Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Feuer haben wir, müssen wir nur holen. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Ich habe es für ihn getan. Und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten. Amicia. Amicia. Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die zweite Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Hugo, ja. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Wir müssen Hugo retten. Hugo. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Die bösen Bauern. Du bist Finde nicht Vaudin. Schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Hoffentlich. Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. So freies Stroh auf dem Boden hält warm, deswegen liegt es so verstreut auf dem Stein. Aber es ist halt dann natürlich doof, wenn es brennt, ne? Die Sache mit dem Feuer haben wir ja eben schon gelernt, war nicht so gut. Der arme Mausi, ja, ich hoffe, wir können ihn retten. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Vielleicht ist er verhindert oder rennt über den Markt. Oh, sorry. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Die Musik ist aber sehr bedrohlich. Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Ja, haben wir eben schon gesehen. Vielleicht, ja, fragen wir sie da einfach mal. Gut, immerhin etwas. Ach, ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Ja. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Hallöchen, ich habe da mal eine Frage. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin.
Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Okay, braune Tunika am Brunnen. Der Brunnen, der war auf der anderen Seite. Da hinten, ne? Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Ist da jemand mit einer braunen Tunika? Das ist der Brunnen. Ich glaube, ich weiß, wie man Autosaves erkennt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt die Autosaves gar nicht sehen, weil die sich genau unter meiner Kamera befinden. Die sind quasi genau hier. Also in diesem Bereich wird immer ein Autosave, dreht sich immer einer. Ihr seht den nicht. Einfach ein Mysterium, wann hier gespeichert wird. Aber ich sehe es. So, wie kann ich denn jetzt mit ihm reden? Hallo? Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Ja, das sieht man. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hör zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. In der Nähe der... Okay, hier durften wir ja eben noch nicht lang. Aber wir machen es heute pünktlich, weil es hat gerade nämlich abgespeichert. Und ich mache hier einen wundervollen Cliffhanger rein. Und ich freue mich sehr darauf, am Freitag mit euch dann auch wieder ein bisschen länger zu streamen. Und die Arena zu erkunden, um den Magister zu finden.